das Ganze? Wir machen eine wissenschaftliche Untersuchung. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Also pass auf, ich erkläre dir nun genau, wie wir vorgehen. Alle Tierstimmen werden in bestimmte Klassen eingeteilt. Was? Warte doch und hör mir zu. In kurze Laute, in lange Laute, in hohe und tiefe und so weiter. Und das kannst du alles? Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Ganz wichtig dabei sind noch die Schreie. Der Freudenschrei, dann der Angstschrei, der Schrei, wenn sie Hunger haben. Da gibt es eine Menge. Und die werden dann nochmal unterteilt in die Schreie von Hühnern, in die Schreie von Enten? Nein, das wäre zu kompliziert. Wir spezialisieren uns ausschließlich auf Gänse. Also dann fangen wir an. Und welche nehmen wir? Die Tankkassette. Fertig? Sofort. Jetzt kannst du anfangen. Start. Zanklaute. Zankt euch. Los, zankt euch schon. Vielleicht wissen sie gar nicht, was zanken bedeutet. Halt mal. Dann eben schnattern. Schnattern, habt ihr gehört? Jetzt sind sie beleidigt, die zwei, oder? Wieso denn? Na, da sollen sie auf Bestellung schnattern. Ich zeig euch was. Na, aufgepasst. Was nehmen wir auf? Schnell, mach an! Na, wer sagt's denn? Sag mal, Rumka, kannst du sie auch verstehen? Sie hat mir gesagt, dass sie bald ein Ei legen wird. Aha. Siehst du? Das war Zufall. Zufall. Von wegen Zufall. Hoffentlich ist uns Clemens nicht böse deswegen. Das glaube ich nicht. Er will bestimmt auch, dass die Gänsesprache erforscht wird. Magst du es gern, wenn du nass wirst? Prima. Hast du alles aufgenommen? Ja. Und welche Kassette ist drin? Die für Angst. Spinnst du? Gänse haben doch keine Angst vor Wasser. Das meckert nicht so mit mir. Tut mir leid, nimm die Freude-Kassette. Ja, ist gut. Es folgt Freude über gutes Fressen. Clemens! 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 Hier, halt mal. Clemens! Hier, friss. Ich halt's. Stopp. Und jetzt nehmen wir auf Ekel, Widerwillen. Gib mir mal den Senf. Was? Stopp! Achtung, es geht los. Und das Ganze mit viel Gefühl. Du musst weinen. Nicht nur so tun, es muss ganz echt klingen. Noch mehr, lauter!
Bring's mir nicht durcheinander. Das sind die Hilferufe. Ach, die Plauderei am Zaun, die kannst du neben die Freudenschreie am frühen Morgen stellen. Mhm. Gut. Und was machen wir jetzt, Dani? Wir hören's uns mal an. Nichts mehr zu tun, es muss ganz echt klingen. Noch mehr, lauter! Mensch, Wronka, wir arbeiten hier wissenschaftlich. Hast du auch bestimmt den Kassettenrekorder mitgenommen? Na klar. Da müssen wir ja alles haben. Ganz ruhig. Hey, wer wird ihn ausreißen? Clemens, Clemens, ist ja gut. Bärbel, geh auf deine Position. Schön hier bleiben. Clementinchen, jetzt wirst du hier schön auf mich warten, ja? Brauchst keine Angst zu haben, Kleine. Ich komm gleich wieder und ruf dich, einverstanden? Du wartest hier auf mich. Schön da bleiben, Clementinchen. Welche willst du haben? Schon gut, ich nehme die hier. Fangen wir an. Nein, die mit den Hilferufen habe ich eingelegt. Geht sie weiter? Verstehst du das?